Schön, so bitte. Ja. Oh, I love it. Yeah, perfect. Maybe we need a little bit more shadow in the background. Perfect. Oh, wow. So, weiter geht's mit unserer Reise durch Japan. Diesmal waren wir mit der lieben Anne unterwegs. Die Anne ist eine Lolita. Danke, Michelle, fürs Film. Und los geht's. Hier angefangen haben wir bei diesem abgefahrenen Studio Ghibli-mäßigen Café, was auf der einen Seite ein ganz normales Café ist und nebendran ist auch noch ein Katzencafé. Okay, also ich habe heute das 2870 dabei. Normalerweise mache ich ja immer Fotos mit 85er, das habe ich auch dabei. Aber ich mache jetzt hier, weil wir drinnen sind und es relativ eng ist, erstmal Fotos mit dem 2870. Okay, let's go. Also wir haben erstmal was zu essen bestellt und haben dann mit der N angefangen, Fotos zu machen. Vom Licht her habe ich das Fensterlicht genutzt und habe da einfach diese schöne, gemütliche Stimmung versucht einzufangen und natürlich hat sie auch farblich so richtig gut da reingepasst. Das ist ja unglaublich, so mit diesen grünlichen Wänden und so. Es hat wirklich richtig gut gepasst. Schön, so bitte. Ja. Und ich finde auch, das Fensterlicht macht so ein richtig, richtig gutes Licht in ihrem Gesicht. Was man auch bei den hellen Stellen sieht, da habe ich die Lichter so ein bisschen bearbeitet, damit die alle so ein bisschen glowy-mäßiger aussehen, damit es noch ein bisschen mehr so ein Fantasy-Look hat. Ja. Gut, dann haben wir die Pose ausgetauscht und sie hat sich hingestellt. Sind immer, wie ihr seht, in der Nähe vom Fenster geblieben, um einfach diesen Look zu erreichen, dass sie einfach gut getroffen wird. Check this out. Oh, I love it. Und ja, von den Posen hat sie relativ viel gemacht. Da muss ich eigentlich gar nicht viel sagen, weil sie ist es ja gewohnt zu posen und weiß genau, wie ihr mega cooles Outfit am besten zur Geltung kommt. Dann sind wir nach draußen gezogen und haben auch da verschiedene Posen ausprobiert. Ja, perfekt. Perfekt. Und eben auch versucht, die Location gut zu zeigen, ohne dass wir eben unser Model verlieren. Und ich finde auch, sie passt einfach farblich so gut da rein. Das ist wirklich unglaublich. Also dieses Café ist echt der Knaller. Ich versuche euch das mal in die Kommentare zu verlinken, falls ihr irgendwann mal zufällig da in der Nähe seid. Ja, und diese Lolita-Posen sind ja oft so ein bisschen schüchterner und zurückhaltender, was aber nicht heißen soll, dass die Frau nicht knallhart ist. Also das wollte ich an der Stelle nur nochmal betonen. Die ist wirklich cool drauf, eine wirkliche Rockerin und ja, war wirklich eine sehr inspirierende Person. Sie hat uns auch ein kleines Interview gegeben für unsere Dokumentation, weil sie auch viel zu erzählen hatte eben zum Leben als Lolita und ob man als Lolita auch eine Feministin sein kann. Und sie hatte da sehr, sehr spannende Gedanken und zwar sehr inspirierend und cool. Ja gut, weiter geht's. Wir sind dann übrigens weitergezogen zu so einem Park, weil wir eben noch ein bisschen mehr grüne Hintergründe haben wollten, ein bisschen mehr Natur. Und wir hatten ja noch Glück, es waren noch so die letzten Reste der Sakura-Blüte. Could you move your chin a little bit upwards? Yeah, perfect. Ja, und hier sind die Bilder und auch hier bei den Bildern habe ich versucht, so einen Studio Ghibli-mäßigen Bearbeitungsstil zu machen, das fast so ein bisschen gezeichnet aussieht. Da werde ich auf jeden Fall auf diesem Kanal noch irgendwann ein Video dazu machen, wie man denn diese Bearbeitung so macht, beziehungsweise wie man es machen könnte. Ja, dann sind wir weitergezogen in den Park und schaut euch das an, es ist einfach so wunderschön, überall diese krassen Gebäude, überall Brücken, überall wunderschöne Pflanzen, also einfach der Knaller. Und ja, ich muss sagen, da ist es dann auch schön langsam warm geworden. Das war auch ganz gut, weil am Anfang, als wir ankamen, war es ja relativ kalt. Und ja, gut, hier sieht man auch nochmal sie auf der Brücke. Hier könnte man natürlich im Zweifelsfall noch Photoshoppen, gell? mit den ganzen blauen Hintergründen, aber das kann man jetzt auch lassen. Genau, und von den Posen habe ich darauf geachtet, was ich in letzter Zeit öfter mal mache, dass eben man so ein bisschen mit den Füßen spielt und eher auf den Zehenspitzen steht, anstatt mit dem flachen Fuß, weil das einfach den Körper streckt und insgesamt noch ein bisschen dynamischer aussieht. Ja, dann ging es weiter zu den Kirschblüten. Ich meine, guckt euch das an, das sieht einfach aus wie so eine Fantasy-Welt. Und wir dachten, wir arbeiten noch ein bisschen mit Props und so typisch japanisch haben wir dann auch noch diese coolen Getränkeautomaten eingesetzt. Ich dachte, hey, das wird so cool aussehen auf dem Instagram-Account hier. Das wird noch irgendwann kommen, auf jeden Fall. Ich mache ja immer so Dreier-Posts und dann passt es ja perfekt zusammen. Also einmal nur den Automat, dann einmal sie und einmal sie, wie sie das hält oder trinkt. Ja. Und dann ging es weiter mit den Props. Dann haben wir auch noch ein Eis geholt, weil es einfach so schön passt zu den Kirschblüten. Und hier seht ihr jetzt auch die Bilder dazu. Ja, es sollte alles so diesen Fantasy-Style haben. Man sieht auch, dass die Schwarztöne so ein bisschen abgemattet sind und alles von den Tönen her so ein bisschen in so eine Retro-Postkarte erinnert, finde ich. Und das hat eigentlich gut funktioniert, finde ich.
Ja, der Tag war übrigens sehr warm und da haben alle möglichen Leute im Park gepicknickt. Das war auch irgendwie sehr schön. Perfekt. Oh, wow. Gut, wir sind dann noch ein bisschen weitergezogen und haben dann noch einen Hintergrund gesucht, der perfekt zu ihrem Kleid passt. Und den haben wir auch gefunden, wie ihr hier seht, mit diesen gelben Blumen. Das ist ja wirklich super passend, super schön. Und auch ihr Posing ist mega gut. Kleiner Tipp, by the way, wenn ihr so Auflehnposen macht, oder wenn man so Auflehnposen macht, wo man sich so oft die Hand auflehnt, dann ist es immer ganz gut, wenn man die Hand nicht so arg in sein Gesicht reindrückt, sondern nur leicht berührt. Gut, dann haben wir noch ein paar bewegte Posen gemacht. Und ich habe wieder mal für meinen Instagram-Account noch ein paar Details gesammelt, damit ich die dann nachher zwischen meine Bilder posten kann. Das sind diese ganzen schönen Blümchen hier. Übrigens haben wir an dem Tag auch noch Bilder von Michelle gemacht. Die werdet ihr auch noch irgendwann mal finden. Vielleicht auf TikTok. Auf jeden Fall, die Fotos kommen auf Instagram. Das war's mit dem Video. Danke Anne fürs Mitmachen. Ihren Instagram-Account findet ihr unten in der Beschreibung. Und danke Michelle wie immer fürs Helfen und auch fürs Modeln mal wieder. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.